So, jetzt hier. Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Fallout London. Und bevor es losgeht, noch eine kleine Sache in eigener Sache. Und zwar, wir haben nämlich aktuell, heute ist der 23. Oktober, an dem ich diese Folge aufnehme. Und am 23. Oktober fielen die Bomben bei Fallout 4. Und deswegen wünsche ich euch jetzt einen Happy Fallout Day. Bei GOG und bei Steam sind aktuell alle Fallout-Spiele im Angebot. Hier bei Fallout 4 ist im Angebot, du kriegst du für einen Zehner. Fallout 76 kriegst du für einen Zehner. Also schlag zu, holt euch Fallout und spielt Fallout. Das wollte ich jetzt noch sagen. Und ansonsten sehen wir uns jetzt in der Folge. So, jetzt hier zweite Begrüßung an der Stelle zu Fallout London. Und wir sind immer noch im Labyrinth. Und ich habe im Labyrinth, quasi, wir sind ein Labyrinth, wir sind im Rind, also Rind, das reimt sich auf Rind, ist voll lustig. Außer heilen wir uns jetzt mal ganz kurz. Ich bin nämlich da ganz schön runter, ich weiß nicht warum. Irgendwo hängen geblieben. Also ich habe vom letzten Mal aus, habe ich nochmal ein bisschen rumgesucht, muss ich sagen. Also ich weiß jetzt, grob wo die Telefonzellen sind. Und da gehen wir jetzt zusammen hin. Wir müssen zuallererst zum Eingang zurückfinden. Weil das war, das habe ich nicht vor Augen gehabt. Wer das von euch auch sucht, der kann jetzt aufpassen auf jeden Fall. Das Labyrinth ist nicht ohne hier. Also Labyrinth ist, also für mich persönlich ist das eine ziemliche Herausforderung. Und ich bin mit solchen Situationen auch ziemlich schnell überfordert. Ich suche gerade, was ich essen könnte. Warte mal. Ach, ich nehme einfach ein Stimpack, nur dass es weitergeht. Scheiß auf Essen jetzt. So, wir gehen jetzt zum Eingang zurück. Wie gesagt, ich bin da schnell überfordert mit solchen Situationen. Und ich weiß nicht, wie es euch auch so geht daheim. Dann, ja, dann wisst ihr ja, um was ich rede. Und, ja, mal gucken. Dann, ja, muss man halt versuchen, das Beste draus zu machen im Endeffekt. Ich habe bei Resident Evil damals bei dem Bossfight, da kann ich stundenlang, kann ich da nicht ein Try nach dem anderen probieren, bis ich das irgendwann geschafft habe. Aber hier bei so Labyrinth, da kriege ich ganz schnell die Krawatte und will am liebsten das Spiel auslocken. Das gefällt mir nicht so. So, warte mal, ich glaube hier entlang ist der Eingang, ne? Ich höre die nicht. Ist mir durch, Kira. Ähnlicher Weg. Da muss ja der Eingang sein. Weil wir sind die zerstörten Dings. Ach, hier ist der Eingang. Guck hin. Genau, das ist der Eingang. So, was ich jetzt gefunden habe, das müsste halt eigentlich da lang gehen, denke ich mal, ist. Wir haben den Eingang, sind wir hier lang gegangen, sind wir hier gleich lang gerannt. Aber hier gibt es noch einen Weg. Das habe ich überhaupt nicht auf der Uhr gehabt. Also wir sind immer, entweder sind wir da reingegangen oder wir sind da lang gegangen, aber den offensichtlichen Weg habe ich hier nie genommen. Und in die Richtung da hinten ungefähr, da liegen die Telefonzellen. Hier waren wir auch noch nicht. Hier sind Puckel, kann ich mich nicht daran erinnern, ehrlich gesagt. Sehr gut, sehr gut. Danke, lieber Gärtner. Boah, Alter. Aua. This place is the pits. Get it? Hier ist Plasma Loki Barrel. Das ist ja cool. Da hinten, seht ihr das? Da muss man, das muss man halt genau hingucken. Wenn man das nicht weiß, ja, dann ist es echt schwierig. Ich habe das auch nur durch Zufall, weil ich bei Reddit hier was gesucht habe zu dem Labyrinth und da habe ich durch das Zufall gesehen, das ist hier, da sieht die eine von den drei Telefonzellen, da spawnt der kleine hinter dem Telefonhörer. Wenn wir das würdest du, also ich glaube, ich hätte das nie gefunden. Hier hätte ich vorher aufgegeben. So, hier können wir mal öffnen. Ah, Loki. Loki. Belong Mr. Dr. Alistair. Radcliffe, an English scientist fueled by obsession with nerves, metallurgy, and desire of harness to prime force of the universe. Scheinbar ist das Ding neu.
Weil, ja, es gab nämlich, wir spielen auf dem neuen Update schon 1.02. Ich habe ja schon die Übersetzung so weit angepasst, dass sie wieder an der Stelle ist. Aber da kommen natürlich wahrscheinlich neue Sachen dazu. Ich habe jetzt noch nicht, ja, alles vollends übersetzt. Die neuen Sachen, scheinbar. Aber so ist alles übersetzt. Also hier, schmutzige Postbotenmütze und so weiter. Metallrüstung, Glück. So, das ist alles schon übersetzt. Aber halt, nicht, vielleicht auch manche Beschreibungen nicht. Habt ihr ja gerade gesehen. Die Waffe scheint neu zu sein hier. Loki, die macht 27 Schaden plus 25 Plasmaschaden. Ist nichts gegen unsere, die macht 120 Schaden. Und da haben wir auch Munition dafür. Ich glaube, die nehme ich auf jeden Fall mit, na logisch. Aber jetzt geht es zurück zu den drei Türen. Wir haben jetzt 2,5 Folgen haben wir jetzt dafür gebraucht, hier uns durchzuvorstellen. Also wie gesagt, geht am Anfang gleich nach links, da kommt es zu den Telefonzellen. Ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben kann. Ihr findet das auf jeden Fall viel besser als ich. Denke ich. Na, hier ist der Eingang. Da sind die Türen. Hier ist die Plastik, hier ist die Metalltür. Hier ging es auch lang. Und hier ist der Eingang Richtung Telefonzellen. Das ist einfach eins davor. Ganz einfach. So. Und jetzt können wir aufschließen, in der Tat. Wir haben jetzt alle drei Schlüssel erhalten. Und da oben wohnt der, glaube ich. Aua. Wow. Muss das Ding auch mal nachladen? Jetzt. Hey, Kira, bleib hier. Oh, Kira. Renn doch mal überall rein. Boah, Kira, das sieht schlimm aus. Delicious, courageous. Oh, fuck. So, da ist der Gärtnerbot. Kira the Adventurer. Okay, ich möchte gerne einen Screenshot von dem, ist mir ein bisschen leid. Weil das brauche ich für Thumbnail. Und ja, ich guck mir, ich kann mir nicht die Folge nochmal angucken. So, Crichton Pinder Key. Sehr gut. Deswegen sind wir hier. Wegen diesem Crichton Pinder Key. Jetzt können wir die Baumaterialien, jetzt können wir die Quest abschließen. Ausgangsschlüssel, Fusion, biometrischer Scanner. Es tut mir sehr leid, ich wollte dich eigentlich nicht umbringen, aber. Ist das Leben? Eigentlich ja, ne? Wenn es eine künstliche Intelligenz ist, ist eigentlich auch eine Form von Leben. War eine Maschine und auch Leben. Sehr gut. Sonst gibt es hier nichts. Da habe ich eine Kiste irgendwo noch gesehen. Eine grüne. Ah, hier, da ist noch schon was drin für uns. Right away. Kampfgewehr. Rechtes Bein, irgendwas. Sehr gut. Ist noch ein bisschen Munition. Nehmen wir noch mit. Tut mir sehr leid. Wir haben das schöne Labyrinth zerstört für alle nachfolgende Generationen. Aber ich denke mal, das ist auch nicht das Schlimmste. So, Ausgangsschlüssel. Ja, brauchen wir nicht. Er hat uns ja reingelassen. Also können wir ganz normal über den Eingang wieder rausgehen. Schätze ich mal. Und daraus kommen wir dann zurück zum Pindar. So, komm, Kira. Jetzt bin ich falsch gelaufen, ne? Hier ist die Tür. Wir sind gerade, ja, bis zu der Tür. Links. Gleich wieder links. Und dann geht's raus hier. Endlich. Nach 3,5 Folgen bin ich frei. Oder nach 2 Folgen. Ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat. Das hat länger auf jeden Fall gedauert, als ich angenommen hätte. Aber das war zu erwarten. Weil, ja. The Maze is with you. Ne, weil ich ja nicht so gut bin bei Labyrinthen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich habe ich zu wenig Geduld dafür. Hab da noch nicht drüber reflektiert. Hab das einfach mal als gegeben genommen, als, ja, als Status Quo sozusagen. So. Und dann geht's hier durch, hä? Magma-Tunnel. Macht eine Make the Sense. Eigentlich ja, ne? Oder? Ja. Durch den Magma-Tunnel. Ich habe jetzt zu lange schon jetzt nicht mehr. War ich jetzt bei dem Pinder? Ich weiß es gar nicht. Ich mache einen Schnitt an der Stelle. So, sind wir schon drin. Ging schnell. Ladezeit haben sich ein bisschen verbessert, scheinbar. Komm,
Haben die ganzen Schweineratten zurückgesetzt oder was? Das ist ja ekelhaft. Broken Torch. Gefallene Spritze, Kampfhelm, Scotchbeutel, Sleeping Bag. Oh, das ist eine 9 Volt Batterie gewesen. Warte mal, wo ist die? Die brauche ich. Die hatten wir auch damals, 9 Volt Blöcke, aber die war nicht so wichtig. Diese 2x A, die sind bei uns noch R irgendwas, die Batterien. Ach hier. R12 oder R14 oder sowas. Die waren damals viel wichtiger für uns, weil die in Iowa Walkman gepasst haben. Ja, Mann. Hast du Musik noch aufgenommen? Oder überspielt? Hast du von deinem Kumpel eine Kassette gekriegt? Ich hatte so einen Kassettenrekorder mit 2 Einschüben. Da konnte ich das überspielen. London. So, da geht's raus. Ich glaube, wir haben sonst nichts, oder? Ich glaube nicht. Hast du noch Zeiten damals? Nicht hier auf Spotify, 15.000 Klicks. Nee, du hast nur das, was du auf der Kassette hattest. So, kleiner Schnitt an der Stelle. Ah ne, die Schladezeiten sind viel besser geworden. Krass. Das ist ja hart. Und wenn die Übersetzung jetzt schon... Also es liegt nicht an der Übersetzung. Das müssen wir mal ausprobieren. Na, das wäre ja mal echt eine super Sache. Ein super... Achso, wir sind mal aber auf der falschen Seite raus, ne? Ja. Ach, Mann. Ja. Oder? Ja, wir sind falsch raus. Bin im Kreis gelaufen. Es tut mir sehr leid. Weil ich hier am Quatschen bin, deswegen tust du manchmal gewisse Situationen falsch einschätzen. Aber ich will es ja gar nicht anders, ehrlich gesagt. Und wenn ich mich manchmal ein bisschen verhaspel hier, ist das trotzdem okay für mich. Müssen wir den Ausgang finden. Hier liegen überall tote Tiere. Ja, das sieht mir doch richtig aus. Da ist die U-Bahn, die hängende U-Bahn, ne? Das sieht mir auf jeden Fall richtig aus. Da ist der Tunnel. Hier sind wir reingekommen, da habe ich noch gedacht, vielleicht kommen wir irgendwie in diese U-Bahn rein. Ja, das passt. So, da ist der Tunnelausgang. Ein Glück. Mal gucken, ob es wirklich jetzt schneller geht mit Ladezeiten. Da brauche ich nicht mehr so viel schneiden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, eine halbe Minute kann ich mal drüber quatschen. Das ist kein Problem. Aber wenn ihr 2 oder 3 Minuten lang einen vom Pferd erzählen solltet, ist auch scheiße. Ohne Vorbereitung. Mal gucken, es dauert aber trotzdem. Also nach London dauert es trotzdem noch länger, wie es aussieht. Ach nee, es geht eigentlich. Ne? Krass. Ist eigentlich vor Fallout-Style. Kann man jetzt nicht meckern. Ich muss dann gleich mal nach der Folge, ich habe jetzt auch keine Zeit für eine Folge zum Aufnehmen, es tut mir sehr leid. Ich habe ein bisschen verbimmelt. Ich werde dann demnächst mal eine etwas größere Aufnahmesession machen, dass wir hier mal ein bisschen Klarheit in die Quests, kriegen. Hier sind Rowdy. Schuluniform, die haben sie ganzen Kisten zurückgesetzt. Nee, die Chembox nicht. Aber ich weiß, dass ich den Koffer gelootet habe, das weiß ich. Habe ich nur gedacht, Mensch, das Mädchenkleid nimmst du mit für die irgendjemanden. Vielleicht kannst du ja ein Kind adoptieren oder sowas wie bei Skyrim. Sowas habe ich gedacht damals. So, wir laufen mal ein bisschen schneller. Ich möchte das gerne auch in die Folge quetschen mit der Baumaterialien. Hier, Höllenhund. Sehr gut. Haben wir das erledigt mit diesem Labyrinth. Ich bin echt froh, dass ich da raus bin. So, ja. Das war's auch nicht, ne?
Ich glaube nicht. Das ist Post Office gewesen, genau. Das war das Post und da waren wir drinnen. Die Quest müssen wir noch abgeben demnächst. Darf man nicht vergessen. Na, nicht so auf die lange Bank schieben, aber wir wollen jetzt erstmal das mit dem Baumaterial machen. Und die Brücke reparieren. Dass wir erstmal die Hauptquest hier in dem Areal abschließen können. Fraktionsquest quasi sozusagen. Registrierkasse war ich schon dran damals, das weiß ich. Hier geht's weiter. Ich verstehe die Magma halt nicht ganz. Ist hier ein Vulkan? Sind wir im Vulkan oder? Ich verstehe die halt nicht ganz. Das ist, war das der Einschlag? Muss das mal ab. Selbst wenn das der Einschlag gewesen wäre, ist, dann müssten ja. Was am Terminal? Dann müssten wir ja die. Muss ich das Ding so lesen? Es kann sein, dass ich das reinmachen muss, ne? Hier, Criden Pindler-Schlüssel einführen. Schlüssel entfernt. Okay, danke. So. Dann gehen wir mal rein. Wir lassen die Ladezeit mal laufen. Mal gucken. Wie gesagt, die Lava ist mir nicht erklärbar. Wie schnell die Ladezeit ist, ist das krass. Das waren jetzt 15 Sekunden. Ah, shit. Ah, hab ich mich verjagt. Ich muss das Licht anmachen. Alter, Passer. Hier, Kryo, rechter Arm, Bereitschaftspolizei. Alle 20 Sekunden eine Chance von 10% Nahkampfangriffe einzufrieren. Let the Andy go stop. Yes, I get them. So, da kommt von rechts Kia. Convenience. Na komm doch. So, aus Blocken. Dann weghauen. Und mehr dran gewöhnen. Blocken weghauen. Bräuchten irgendeine Klamotte, die mal ein bisschen gegen Red hilft. Ich weiß nicht, ob es da was gibt. Müssen wir damit beschäftigen. So, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja, ich kann nicht mehr rennen. Das war natürlich klar. Wir holen uns gleich mal Kira her. Oh, ich habe einen Comic gekriegt und habe gar nicht gesehen. Ich habe es doppelt zu schnell gedrückt. Komm mal her, Kira. I need your help. Help. Na, eigentlich sollst du den Junk von mir nehmen. Oh, shit. Oh, nein. Ich hab vergessen, die hat noch haufenweise Junk. 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 Lovely Junk. Aber die hat noch Platz, wie es aussieht. Müssen da mal um Ausmüllen kümmern, ne? Jetzt. Wo du es sagst. Jetzt weiß ich nicht, was das für ein Comic war. Es tut mir sehr leid. Ich will jetzt aber auch nicht neu laden und alles nochmal machen. Da ist eine Kiste. Rotpatronen. Ich kann schon wieder nicht mehr rennen. Alter. Hey Mary Jane, komm mal her. If I feel like it. If I feel like it. Okay. Bekleidung. So, Kira ist auch voll. Wir haben immer noch zu viel. Dann schmeiß ich jetzt Lederscheiße weg. Abbrechen. Nee, ich will nicht alles nehmen. Das ist dann mal nach der Folge oder am Anfang der nächsten Folge werde ich mich mal um das Zeug kümmern. Es ist ja viel größer jetzt, habe ich das Gefühl. Das lässt sich wieder so ansehen. Ich weiß nicht. Oder habe ich einen neuen Monitor? Nee, habe ich nicht. Es gibt so eine ganze Hierarchie von Sachen, die gefixt wurden. Aber da bitte ich euch, die selber anzugucken. Ich will die jetzt hier nicht vorbeten. Und das kann ich auch nicht. Gibt es direkt bei Fallout London auf der Homepage. Und da könnt ihr euch das in Ruhe angucken.
was hier genau gefixt wurde, was gemacht wurde. Es war eine riesen Litanei. Es waren 13 oder 18 Gigabyte, die wir runterladen mussten. Also das war schon nicht, das war schon gut. Wir haben so viele, viele Questen gefixt. Hier sind die Baumaterialien. Yes, ich kann nicht mehr laufen. Baumaterialien. 40 Kilo, Alter. Hm. Na dann. Ich mach mal die Augen zu und schmeiß mal weg. So, jetzt kann ich laufen. Das ist natürlich scheiße. Wir haben jetzt den ganzen Kram ein, aber ich wollte es auch nicht. Wollte es auch nicht noch mal herreisen wegen ein bisschen Zeug. Vielleicht hole ich das Zeug noch im Offscreen. Weiß ich nicht. Wir haben ja da bestimmt hier einen Schnellreisepunkt. Und jetzt mit der schnellen Ladezeit, vielleicht mache ich das noch und bringe das Zeug heim, aber ich verspreche es jetzt nicht. Es waren jetzt auch nur normale Waffen. Es war jetzt nichts dabei, wo du sagen würdest, ja unbedingt, das brauche ich jetzt unbedingt. Ich nehme halt immer gerne alles mit wegen Baumaterialien, damit wir aber ordentlich ausbauen können weiter. Und ich will mir die Materialien ja auch nicht cheaten, deswegen ist es immer gut, die ganzen Waffen mitzunehmen. Aber wenn es jetzt in dem Fall nicht geht, wir können natürlich jetzt die Baumaterialien reinmachen und dann nochmal reingehen und uns den Rest holen. Das können wir natürlich machen. Brücke bauen. So, Brücke bauen. 20 Stahl, 40 Holz, Schrauben, bla. So. Sehr gut. Haben wir eine Brücke gebaut, abgefahren, sie weiter nach Crichton. Sehr gut. Soll ich mal kurz nochmal rein und die Sachen holen? Ein bisschen Platz habe ich jetzt wieder, ne? Wenigstens die paar Waffen, ne? Ich mache einen kleinen Schnitt an der Stelle, hole das Zeug und dann sehen wir uns hier gleich an der Brücke wieder. Das merkt ihr gar nicht. So, und dann sind wir wieder raus. Ich habe jetzt Waffen eingepackt. Hier 449 von 550. Ich hoffe, von 450. Ich hoffe, dass wir ganz bald jemanden zum Handeln oder eine Werkbank finden, in der Tat. Wir fahren in Crichton direkt. Wir fahren mal fort nach Crichton. Da läuft ein Ghoul oder sowas da unten. Ein Leuchtender sogar. Aber gegen die Ghule sind nicht so gegen Waffen. Wow. Das ist neu. Ach shit, er hat mein Geld dabei gehabt. Ich habe gesehen, er hat Tickets. Beim Sterben hat er Leuchten dabei gehabt. Tickets, Blut, nukleares Material. Ja, hier sind noch Tickets. Wo ist Kira? Ist der auch runtergefallen? Ich hoffe nicht. Ja, weiter. Gegen Ghule hilft eigentlich nur Nahkampf. Das ist Munition, das ist alles Munitionsverschwendung aktuell noch. Vielleicht. Hier ist irgendwas, ne? Vielleicht irgendwann, wenn wir bessere Waffen haben, noch bessere Waffen, dann mag sein, dass das dann sich lohnt mit den Ghoulen. Mit der Schrotflinte zum Beispiel. Hier ist eine Lumpe Kapuze. Kann sie nicht mehr tragen. Da liegt ein Dings, ne? Mann. Da liegt ein Holoband, aber. Ach hier, keine Partnerschaft mehr. Heißt das Holoband? Keine Partnerschaft mehr. Hier, Kassette. Listen up, Fenning. Matey, Mark is stuck surviving in this mess together. Ich mach mal weiter, ihr könnt ja da unten mitlesen. Stop telling folks we're bloody twins. We're not twins, alright?
post-apocalyptic hellscape. But you going around introducing us as twins, it's like adding insult to injury. It's baffling how people even buy into it. Just because we've got similar scrappy beards doesn't make us doppelgangers. I swear, mate, I've had enough of your nonsense. I don't know if it's the radiation, or just your natural inclination for mischief. But I'm putting my foot down. No more twin trials, got it? Someone asks, two blokes trying to survive. End of story. Sorry for the run, but I had to get it off my chest. It's hard enough staying alive without adding a layer of absurdity into the mix. So consider this a friendly reminder. No more twin talk. And for the last time, it's real-ish, not real-ish. Hope this tape finds you well. Okay, also, die sind erst nicht Zwillinge mit dem einen Typ und es heißt Grealish und nicht Grealish, also es heißt Griechisch. Der Name irgendwie nicht Griechisch. Ich hab's nicht verstanden. Wahrscheinlich so ein Wortwitz, aber der kommt nur in Englisch gut. So, und jetzt bin ich hier unten, das war natürlich sehr schlau. Was sollen wir eigentlich machen, sag mal? Wir haben jetzt 3000 Jahre schon Ödmannsland. Hier fahren sie weiter nach Crichton. Wir sind noch gar nicht in Crichton. Ah, ist klar. Das erklärt natürlich einiges, ne? Aha. War ich da unten schon bei dem? Konnte ich hier rein? Nee. Ach, guck, das ist hier der Ausgang. Da. Ja, hier kommen wir raus. Wow. Ey, cool. Will der hin? Chameleon Combat Harnisch. Ach, den brauche ich natürlich. Du bist für Feinde viel schwerer zu entdecken, wenn du schleichst oder dich bewegst. Und natürlich kann ich nicht mehr schleichen jetzt. Ich hab gedacht, wir schaffen es schneller zum nächsten Dings. Zum nächsten Händler. Vielleicht sollte ich jetzt gleich mal die Folge beenden. Das zeitlich ist das ja ganz gut. Und mal zum nächsten möglichen Händler reisen. Und dann wieder hierher. Weil ich werde immer wieder an meine Grenzen stoßen vom Dings her. Vom Loot. Hier müssen wir, glaube ich, lang. Ja. Aber ich möchte gerne noch Crichton erreichen jetzt. Hier Tür entsperren, mal gucken. Oh. Ah. Aua. Danke, Kira. Aber ich habe den Schuss gerade gehört. Schallgedämpften Schuss. Alter, was ist hier drin, wenn es so hart encountert wird? Ich will mal kurz einen Red X reinziehen. Das ist kein Fehler hier in dem Gebiet. Red, ich sollte mir das mal auf irgendeine Tasse legen. Red X und Red Away. Red X und einmal Red Away bitte und einmal Stim. Alles wegen ein bisschen Vorkriegsgeld, Alter, krass. Hier ist gar nichts, ne? Das ist ja cool. Das ist ja cool. Naja, da ist das so. Ich sehe Kira auch gar nicht. Naja, wir gehen weiter. Ich möchte noch nach Crichton kommen in der Folge. Und ich hoffe, dass da ein Händler ist.
Oder eine Werkbank, wenn wir wahrscheinlich noch ein bisschen lieber eine Werkbank. Und dann haben wir Crichton wieder an eine Zivilisation angeschlossen mit der Brücke oder was? Denke ich mal. Vielleicht ist das ganz gut. Da ist ein Wolf. Wolf, du hast die ganz gestohlen. Gib sie wieder her. Also ein Höllenhund. Höllenhund, Wolf, wo ist der Unterschied? Wo ist Kira? Der alte Höllenhund. Wow. Das ist ja gemein. Hier bricht alles ein. Und ich bin allein. Weil ich sehe Kira nirgendwo. Hier, nimm das. Eigentlich sollte die ja schon gebraten sein aus dem Vieh, oder? Bin ich schon überladen? Wird es mir nur nicht angezeigt? Ja, ein Kilo. Ich hasse es. Roboter-Reparatursatz, der wiegt 0,01. Also das ist, es wiegt alles nichts, ne? Wir haben nur Bekleidung und Waffen. Das ist das Schwere. Ich nehme mal den Köl, brauche ich. Ich habe 2 Punkte, Alter, geil. Aber ich werde mir die aufheben, weil ich muss mal gucken, was ich genau leveln will in der Tat. Weil ich möchte gerne als nächstes, ich möchte mehr mit den Waffen haben. Gut, das war jetzt ein bisschen Bug-Using, das tut mir sehr leid, aber wir haben genug bei dem Spiel schon verloren. Wir werden da noch genug verlieren, das ist ja eigentlich nur ein Ausgleich. Mal so einen Bug ausnutzt. Wahrscheinlich waren wir noch... ich kann schon nicht mehr rennen. Wahrscheinlich waren wir nicht mehr in der Renderdistanz irgendwie oder sowas. Gepolstert, vernietet, Lederriss, ach komm. Wir behalten nur das Zeug mit Sternen erstmal jetzt. Bis wir einen Händler gefunden haben oder eine Werkbank. Wir müssen doch irgendwann mal in Crichton ankommen. Wie weit ist denn das, sag mal? Ach, da ist Kira. Hey Kira, cool, dass du da bist. Aua. Gegen die hilft natürlich das nicht, ne? Die Waffe, bekannte. Oh, Gefangenen-Outfit. Das habe ich noch nicht. Ja, komm, scheiß drauf. So, andere Gegnerklasse, andere Waffe natürlich. Ich habe irgendwo einen gehört von da ungefähr. Siehst du, da sind ja ganz viele da oben. Ich will euch doch gar nichts tun, Mann. Warum beschießen? Warum können wir nicht mit denen reden? Ich verstehe es nicht. Krankenschwester-Outfit. Oh, wie geil ist das denn? Das brauche ich für die Base. Okay, ich werde nämlich da rüberkommen mit dem Sprung. Ja, das geht. Hier gibt es auf jeden Fall schon wieder neue Klamotten. Das ist ja krass, wie viele Klamotten das bei dem Spiel gibt. Das ist ja übel. Bin ich überhaupt noch richtig oder wo renne ich hier rum? Da ist eine Tür. Bethlehem Museum des Geistes. Gehe ich jetzt nicht rein. Da habe ich auch keine Berufe jetzt da drin. Ah, da ist Kira. Hier geht's weiter. Keiner, wo wir hier rumrennen. Müssen wir da rein? Nee. Ich
So, wir sind bald mal da. 85 Meter sagt er noch. Und es wird weniger. Zwar nicht ganz in der richtige Richtung laut Marker, aber zumindest ist es mehr sogar. Aber kann natürlich sein, dass wir hier ein bisschen rumlaufen müssen. Da geht's weiter und hier geht's, glaube ich, auch weiter. Das ist ja ein verschlungenes Areal. Das sieht richtig aus jetzt. Ich wäre gerne noch in der Folge angekommen. Da sind die weiteren Brücken. Ja, ich verstehe das Lava-Helum immer noch nicht. Also wer da. Der schreibt irgendwie mal in den Kommentaren, mir macht es keinen Sinn. Also entweder ist das hier der Einschlagskrater, aber nach 300 Jahren müsste das abgekühlt sein, oder eigentlich? Weil, außer es ist ein Vulkan und es wird irgendwie nachgelegt immer. Was ich mir aber nicht ganz so vorstellen kann. Da ist ein Gebäude. 28 Meter. Oh, wir sind gleich da. 20 Meter. Hier kommen wir nicht durch. Oh. Habe ich gar nicht gelesen, was da stand. Hoffe ich, dauert die Ladezeit nicht so lange. Nee. Wow. What the? Was ist das denn? So ein Ding. Aua! Wir haben es gleich. Gina, hier ist sie. Yes! Abgeschlossen. Helft den gestrandeten Tommies. Sprech mit den Beamten. Ja, aber aus, gucken wir mal, was der Loot hatte. Oh nein. Wurmbelfleisch, Öl, Bierflasche, Schädel. Der hat nichts dabei, was wir irgendwie brauchen könnten. So, was wir mit Beamten sprechen? Ich weiß gar nicht, wie wir hier reingeraten sind. Was für eine Sache. Hey, Lieutenant Buckley. Lieutenant Buckley, Sie sind Lieutenant Buckley? That is who I am. Reporting for duty, as always. Wo sind die Brick-Turnierianer? Ah, I'm afraid. Well, it's quite the tale. Mist. Lieutenant Doyle sent us with orders to build the bridges and contact the Croydonians. But he didn't prepare us for the arduous task ahead. During the construction of the first bridge, two Brickstonians died and fell into the lava. Poor souls. May they find eternal rest in God's bosom. I took Private Clark and Whitford ahead to survey the area, but when we returned, the bridge and the Brickstonians were gone. Sie sagen, sie seien alle tot. A likely story, all things considered. I assume they blame us for the death of their fellow tribespeople and saw this as retribution. Perhaps we are. That is our burden to yield. But if you're here, that means the bridge is back up. I'll send Clark back to Doyle, and I'll wait for you to build that second bridge. Thank you. From the bottom of my heart, God's light shines through you. Warum erwähnen Sie Gott so oft? Was halten Sie von Lieutenant Doyle? Was ist, hat es mit einer zweiten Brücke auf sich? Warum bleibst du zurück? Auf Wiedersehen. Warum erwähnst du Gott so oft? Has brought me back here and kept me alive. It's only thanks to he that I can still fight. Okay. When I was young, my family was ravaged by disease. Took my brother, my mother. She prayed day and night. I was spared. A miracle, she said. I decided not to waste that miracle. Joined the Tommies as soon as I could. Also sie war in ihrer Kindheit sind alle krank geworden und sie ist gesund geblieben. Also es war ein Wunder und sie will das Wunder in Ehren halten. Das finde ich gut.
Was halten Sie von den Bricktonians? All God's children. I'll pass no judgment. Not even on primitive minds. Das ist eine gute Einstellung. Das sind alles Gottes Schilder, Kinder, was natürlich an der Ende stellen, woran du glaubst, was Gott für dich bedeutet. Aber dass du, jeder hat verdient zu leben. Was halten Sie von Lieutenant Doyle? Too firm. But he cares for his men. And that is the most I can ask of any superior officer. Okay, also er ist so streng. Was hat es mit der zweiten Brücke auf sich? Lieutenant Doyle wants you to finish the job and build the second bridge to Croydon, up ahead. If you need more resources, you'll find them inside the tunnels. Watch out. Dangerous creatures lie ahead. Okay. Warum bleibst du hier zurück? I was to return before the job was done. I'd be bringing shame to my squad mates and to my country. Alles klar. Auf Wiedersehen. With God, my friend. Thank you. Lieutenant Buckley. So, was sollten wir tun? In der Tat, Daten niemals Irland sprechen, fahren Sie weiter nach Croydon. Okay, alles klar, krass. Wir sind immer noch nicht in Croydon, also wir müssen immer noch weiter nach Croydon. Aber für den Moment sind wir am Ende von unseres Weges, des Teilstücks. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, auf dem Weg nach Croydon.